Hi Leute, heute ist ein besonderer Test dran, denn es ist der erste Test des Jahres. Auch wenn natürlich ein paar Vorschauen zu Spielen, die dieses Jahr erscheinen, es bereits auf diesen Kanal geschafft haben. Trotzdem schauen wir uns heute Another Code Recollection einmal ausführlich im Test an. Sollt ihr euch das kaufen oder wartet ihr lieber doch auf ein anderes Detektiv-Mystery-Adventure, was dieses Jahr vielleicht noch erscheint? Genau das erfahrt ihr am Ende des Videos. Eine sonderbare Recollection. Die Another Code-Kollektion beinhaltet beide Spiele rund um die junge Ashley Mizuki Robbins, die auf der Suche nach ihrem Vater ist, für rund 60 Euro. Ursprünglich erschien das erste Spiel 2005 für den DS und das zweite Spiel unter Another Code R für die Wii in 2009. Spannenderweise nur in Japan und Europa. Interessant ist, dass Another Code eigentlich immer ein eher kleineres Spiel für den Spielemarkt hierzulande war und trotzdem eine so aufwendige Überarbeitung bekommen hat. Ich habe die Originale ehrlicherweise nicht gespielt, aber Freunde von mir haben das DS-Spiel damals sehr geliebt und so habe ich ihnen dabei zugeschaut. Was ich für diesen Test gemacht habe, ist aber auch, mir das Wii-Spiel mal genauer anzuschauen. Und ich habe festgestellt, der DS hatte dabei eine isometrische Perspektive auf die Figuren, die sich frei auf den ersten Inseln bewegen konnten. Und Rätsel, die genau auf diesen zweiteiligen DS-Bildschirm abgestimmt waren. Das zweite Spiel hat entsprechend die Wii-Modes für die Rätsel genutzt und alle Figuren waren damals bereits in 3D-Modelle ausgearbeitet. Entwickelt wurde Another Code und deswegen fand ich es besonders spannend von den Machern hinter Hotel Dusk und Last Window. Sing heißt das Studio und ist ein recht unbekanntes Team zugegebenermaßen, deren Visual Novels in erster Linie in Japan erschienen. Ich habe nämlich damals Hotel Dusk und Last Window sehr gemocht. Der Stil von Another Code unterscheidet sich doch schon ein bisschen. Insgesamt haben die Spiele aber die gleiche Atmosphäre. Das erste Another Code-Spiel war erstaunlich kurz. Ich habe ungefähr 4 Stunden dafür gebraucht. Das zweite Spiel war dann ungefähr 12 Stunden lang, sodass ich insgesamt etwa 16 Stunden für beide Spiele und einen kompletten Run gebraucht habe. Trotz der Originale, die für ganz andere Hardwares entwickelt worden sind, kann ich euch jetzt schon sagen, die Recollection spielt sich so, als wären die Originalspiele für die Switch entworfen worden. Das ist eine sehr krasse Leistung. Kommen wir aber erstmal, bevor ich zu noch mehr Eindrücken komme, zur Geschichte und dem Gameplay. Ashley. Die junge Ashley landet auf der kleinen leeren Blood Edward-Insel, um ihren verschollenen Vater zu suchen. Auf der Suche nach ihm wird sich das junge Mädchen ganz alleine durch fremde Landschaften und eine verlassene Villa rätseln müssen und die Mysterien hinter der Blood Edward-Insel aufdecken. Im zweiten Spiel fährt Ashley mit einer ähnlichen Prämisse auf einen Campingplatz namens Lake Juliet. Die mittlerweile jugendliche Musikerin deckt hier recht unfreiwillig einen riesigen Komplott auf. Ashley trifft auf ihrer Reise aber nicht nur auf mysteriöse Orte, sondern auch auf einige sehr spannende Charaktere. Ashley Mizuki Robbins ist ein sehr ungewöhnlicher, aber durchaus spannender Charakter und steht natürlich im Zentrum. Auf der anderen Seite geht es aber auch um dieses System namens Another, was Ashley auf Schritt und Tritt zu folgen scheint. Mehr sage ich zu der Story aber wirklich nicht. Sie ist auf jeden Fall das Highlight und es ist tatsächlich eine sehr, sehr gut geschriebene und komplett vervollständigte Geschichte. Deswegen möchte ich euch da nichts vorwegnehmen. Es gibt viele Twists und viele spannende Höhen in diesem Adventure. Rotsugo. Yoppari. Was das Gameplay betrifft, so handelt es sich um ein klassisches Point-and-Click mit sehr viel Bewegungs- und Erkundungsfreiheiten. Die Gespräche und die zahlreichen Informationen, die in einer Art Lexikon festgehalten werden, streuen aber auch sehr, sehr viele Visual-Novel-Elemente ins Spiel. Und gleich vorab, es gibt zwar deutsche Texte, die Sprachausgabe ist aber auf Englisch und Japanisch beibehalten worden. Ich habe es ja schon erwähnt, das Ganze spielt sich quasi so, als wäre es von Anfang an für die Switch entworfen worden. Das liegt einmal an der neuen Kameraperspektive, die jetzt nicht mehr isometrisch von oben herab auf die Figuren runterschaut, sondern in der Third-Person-Perspektive stattfindet. Das gilt für beide Spiele. Ihr könnt euch im zweiten Spiel sehr viel frei bewegen, sehr viel rumlaufen, sehr viel erkunden.
Im ersten Spiel ebenfalls, allerdings ist das gesamte Gebiet ein wenig kleiner. Deswegen ist mir aufgefallen, dass die Kameraführung manchmal ein wenig genervt hat, weil sie nicht ganz so optimal kalibriert war. Das heißt, wenn man durch zu enge Räume gelaufen ist, und das musste man in der Villa schon ab und zu mal, dann ist die Kamera halt auch gerne mal in Ashley reingeglitscht. Beziehungsweise hat sie dann aus so einer Ego-Perspektive mitverfolgt. Das hat manchmal nicht ganz so gut funktioniert. Im zweiten Spiel wird es ganz aber besser, weil die Areale einfach viel größer werden. Es gibt nämlich auch schon eine Demo auf der Switch, die empfehle ich euch sehr, wenn euch solche Spiele jetzt schon reizen und ihr nicht wisst, ob das etwas für euch ist. Oder wenn ihr die Originale gespielt habt, jetzt aber nicht mehr sicher seid, ob ihr das mit den Neuerungen wirklich spielen wollt, dann lege ich euch diese Demo wirklich sehr ans Herz. Allerdings müsstet ihr wissen, wenn euch diese Kameraführung etwas nervt, was ich verstehen kann, im zweiten Teil wird das deutlich besser. Wer die Originale gespielt hat, weiß auch, dass die Hardware eine zentrale Rolle für die Rätsel einnimmt. Im DS musste man Bilder überlappen beispielsweise. Oder ein System, mit dem Ashley arbeitet, ist in Form eines 3DS abgebildet. Das ist bei der Switch-Version nicht so, beziehungsweise dieses Gerät, was Ashley dabei hat, sieht jetzt halt aus wie eine Switch und kann zum Beispiel Fotos machen oder sich auch drehen lassen wie eine Switch. Also die Hardware, und das fand ich ganz, ganz toll, wurde in ihrer Gänze benutzt. Man muss manchmal Rätsel machen, in denen man die Switch wirklich aktiv bewegt. Manchmal muss man aber auch Codes eingeben, in denen man alle Tasten auf der Switch nutzen soll. Das liebe ich, das habe ich auf der Switch viel zu selten beobachtet. Das mochte ich beim DS nämlich total gerne. Beispiel The World Ends With You oder diese ganzen Pokémon-Spin-Offs, die halt alle Funktionen des DSs wirklich mit einbezogen haben. Bei Hotel Dusk war das nämlich auch so, dass man den DS umdrehen musste und quasi vertikal spielen musste, wie ein richtiges Buch. Und das fehlt mir bei der Switch tatsächlich ganz, ganz oft, dass ich mir denke, voll schade, dass irgendwie nicht alle Hardware-Optionen auch wirklich von den Entwicklern genutzt werden, um ihr Spiel zu gestalten. Und da habe ich mich bei Another Code auf jeden Fall sehr, sehr gefreut, dass ich jetzt nochmal vielleicht am Ende des Switch-Zyklus, man weiß es ja nicht, ja, das trotzdem nochmal in der Gänze quasi erleben durfte. Und ich verstehe den Preis. Ich komme später nochmal zum Preis, aber ich verstehe den Preis, weil einfach so viel neu gemacht wurde und für die Switch optimiert wurde. Ich habe das Gefühl, gerade das erste Spiel wurde komplett neu aufgezogen und überarbeitet. Das Grundgerüst ist noch da, die Geschichte ist die gleiche, aber alles drumherum wurde quasi neu gemacht. Was den zweiten Teil angeht, so finde ich, die Charaktermodelle in 3D sehen viel, viel besser aus als auf dem Wii-Teil. Sag mir aber mal gerne, ob die Story sich geändert hat. Ich habe nämlich das Gefühl, wie gesagt, ich habe den Wii-Teil ja gar nicht gespielt und jetzt nur für die Recherche auch nochmal reingeschaut. Aber ich habe ein paar Szenen gesehen, in denen Ryan war, in dem Wii-Teil. Und diese Szenen habe ich in der jetzigen Anspielsession bei Recollection nicht mehr gesehen. Also, falls ihr Another Code Recollection schon gespielt habt und die Originale kennt, dann lasst mich total gerne mal unten in den Kommentaren wissen, ob sich die Story inhaltlich geändert hat oder ob sich einfach bestimmte Erzählstränge geändert haben. Ich hatte das Gefühl, das ist der Fall, aber es fiel mir gar nicht so negativ auf. Außerdem gibt es sammelbare Kraniche, die das Tagebuch des Vaters von Ashley offenlegen und mehr Einblicke in die Welt ermöglichen. Diese sammelbaren Kraniche sind auch ein schönes Element, um die Erkundung nochmal anzuregen und wirklich in jeden Raum reinzugehen, den dieses Spiel bietet, die man vielleicht gar nicht für die Hauptgeschichte braucht. Die Welt erzählt aber auch sehr viel darüber, was in diesen Gebieten und Orten vor sich geht. Performance und Eindrücke. John Smith. Kommen wir also dazu, wie ich das Ganze fand. Ich muss sagen, insgesamt, die Performance auf der Switch ist einfach sehr, sehr gut. Es gibt nichts, worüber ich meckern könnte. Die Szenerien, die dort aufgebaut werden, sind sehr atmosphärisch, sehr schön und man bewegt sich sehr flüssig dadurch. Also die fühlen sich wirklich sehr realistisch und natürlich an. Gerade wenn man in so einer alten, verlassenen Villa ist, möchte man irgendwie jede Ecke, jedes Gemälde erkunden. Und oft befinden sich genau da dann auch die Geheimnisse und man wird so ein bisschen für die Erkundung belohnt. Das finde ich sehr schön. Auch die Bewegungen und Animationen, die jetzt optimiert wurden, sind neben den wunderschönen Skizzen, die noch vorhanden sind, für die das Studio eben bekannt ist, stimmig. Bei so einem storylastigen Spiel ist natürlich auch wichtig, wie die Geschichte performt und ob es nicht vielleicht schon Erzählungen gibt, die Another Code ähneln und sie schon längst abgelöst haben. Ich muss sagen,
Das Spiel, also die Erzählung des Spiels, war auf jeden Fall seiner Zeit voraus. Mir hat die Geschichte ultra gut gefallen. Die Protagonistin ist unfassbar gut und relatable geschrieben. Also man kann sich sehr einfach in Ashley hineinversetzen und in ihre Motivation und in ihre Konflikte, die sich mit sich selbst austrägt. Die anderen Figuren fand ich auch sehr, sehr gut. Gerade im zweiten Teil, alle Figuren, die man dort kennenlernt, haben eine sehr einzigartige Tiefe. Und ich würde nicht sagen, dass die gesamte Geschichte schon mal irgendwo so erzählt wurde. Ich finde, Another Code als Konzept ähnelt schon vielen Sachen, die man heutzutage kennt. Es ist jetzt nicht etwas weltbewegend und nichts, was einem die Augen öffnet oder so. Aber es ist insgesamt einfach eine sehr schöne Geschichte. Und was ich besonders toll fand und auch nicht immer in Videospielen habe, ist, dass alle Erzählstränge, die am Anfang aufgeworfen und aufgemacht werden, am Ende auch wieder zu einer stimmigen Geschichte zusammenführen. Also man hat am Ende einfach eine vollständig erzählte Geschichte. Es gibt einen einzigen Charakter, an dieser Stelle ein Mini-Spoiler. Der kleine Junge, den Ashley im zweiten Teil trifft, ich glaube, er hieß... Ich weiß es nicht mehr, ich blende es einfach ein. Der ist am Ende einfach verschwunden und seine Geschichte war irgendwie aufgelöst. Ich weiß nicht, ob dazwischen einfach eine viel zu große Pause für mich lag, sodass ich nicht mehr weiß, was da passiert ist, oder ob das wirklich einfach offen gelassen wurde. Das fand ich natürlich nicht ganz so cool, aber... Es war wirklich die einzigste Ausnahme und bei ihm fand ich das auch nicht so schlimm, weil sein Geschichtsarc so inhaltlich für mich auch abgeschlossen war. Es war nur schade, dass er am Ende einfach verschwunden ist. Was ihr vielleicht auch ausgehört habt, ist die Mystery, die damit schwingt, diese Detektivgeschichten. Also diese Mystery-Stimmung an sich wurde sehr gut porträtiert, vor allem im ersten Teil. Obwohl es weniger als die Hälfte des zweiten Spiels ausmacht, hat mir das erste Spiel doch deutlich mehr gefallen. Einfach, weil da das Tempo natürlich auch besser war, weil man sehr schnell vorangekommen ist und diese Geschichte in ihren 4,5 Stunden oder wie viel das waren, komplett erzählt wurde und auch alles gesagt wurde, was man eigentlich wollte. Ich fand sogar, das Ende hätte sogar noch kürzer sein können. Der zweite Teil, die zweite Geschichte war deutlich länger. Es hat auch Spaß gemacht, mit Mizuki und ihren Freunden auch Spaß zu haben und ein bisschen Filler-Atmosphäre zu haben. Es war schon okay, aber so insgesamt muss ich sagen, ist das zweite Spiel doch auch, hat sich ein bisschen sehr gezogen angefühlt. Das jetzt erstmal nur zur Geschichte. Was die Rätsel allerdings angeht, so fand ich auch wieder das erste Spiel viel, viel stärker als das zweite. Die Rätsel im ersten Teil haben, wie gesagt, die Hardware komplett genutzt und haben sehr viele Elemente reingeworfen, die mich sehr neugierig gemacht haben. Ich finde, das erste Another Code-Spiel hat mit die besten Rätsel überhaupt in so Point-and-Click-Geschichten. Es hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Da denke ich an das Rätsel mit dem Klavier, an das Rätsel mit dem Stuhl gleich am Anfang. Insgesamt hatte ich auch das Gefühl, dass die Villa so eine Art Escape Room dargestellt hat. Und da hatte ich total viel Spaß mit, mich durch diese Villa rauszurätseln. Ich glaube, viel war auch der Atmosphäre geschuldet. Das erste Spiel wirkt einfach ein bisschen isolierender. Man hat ein bisschen mehr Angst und mehr Anspannung insgesamt. Und es gab noch einen Begleiter, auf den ich nicht weiter eingehen möchte im ersten Teil, der mir auch sehr gut gefallen hat. Und ich glaube, das war einfach eine sehr schöne Dynamik zwischen den beiden Figuren. Das hat mir alles sehr, sehr gut gefallen. Was bei den Spielen von Sing auch immer der Fall ist, ist, dass sie es sehr gut hinbekommen, neue Charaktere zu etablieren. Man ist sowohl bei Hotel Dusk als auch beim ersten Another Code sehr auf sich selbst angewiesen. Und dadurch entsteht so eine Neugierde auf andere Figuren. Also wen gibt es in dieser Welt noch und welche Funktion haben diese Figuren? Und immer, wenn eine neue Figur die Bühne betritt, fühlt es sich auch wirklich so an, als würde man eine neue Figur auf der Bühne sehen. Also es ist wirklich immer ein großes Highlight für mich gewesen. Das Ganze wurde auch untermalt von genau der richtigen Musik. Ich muss sagen, mir hat die Musik echt gut gefallen, weil sie die Stimmung in jeder Szene exakt richtig untermalt hat. Insgesamt, was den Soundtrack angeht, ist es jetzt aber kein Soundtrack, den ich privat hören würde, wo ich sagen würde, der ist mir besonders hängen geblieben. Der war besonders einzigartig oder besonders bemerkenswert oder so. Es war kein Soundtrack, wo jetzt bestimmte Stücke rausgefallen sind, weil sie so besonders episch oder toll waren, sondern es war eigentlich eher so ein atmosphärischer Soundtrack, der in jeder Szene exakt richtig komponiert war und die Stimmung immer perfekt unterstützt hat. Und das wollte ich auch nochmal positiv hervorheben. Und bevor wir zum Fazit kommen, gab es noch eine Sache, die mir sehr gefallen hat, und das waren die Easter Eggs.
gerade in diesem Lexikon, was ich vorher erwähnt habe, oder gerade wenn man eben irgendwelche Gegenstände sich anschaut, die nicht Teil der Geschichte sind, verstecken sich da auch ganz gerne mal Easter Eggs, die auf eigene Spiele referenzieren. Wie gesagt, weil ich die Hotel Dusk-Reihe mag, habe ich mich darüber sehr gefreut. Da gab es einiges an Easter Eggs zu finden und die waren auch immer sehr, sehr lustig geschrieben. Man merkt auch, dass dieses Sing-Universum ein richtiges Universum ist. Another Code hat so ein bisschen was mit den anderen Spielen zu tun. Nicht inhaltlich, aber doch so, dass man weiß, dass das alles so in einer Welt stattfinden müsste. Fazit. Another Code fühlt sich eher nach einem interaktiven Buch oder einer Serie mit interaktiven Rätseln an, die man selbst lösen darf, statt nach einem richtigen Adventure. Dabei ist das erste Spiel deutlich interaktiver als das zweite. Im zweiten gibt es dafür mehr Sammelaufgaben und Erkundungsmöglichkeiten. Insgesamt kann ich nur sagen, die Kulisse ist schön und die Rätsel sind spannend, die Geschichte ist toll und zusammenhängend erzählt. Gerade Detektivfans oder Leute, die einfach sehr, sehr gerne Krimis lesen, werden sehr, sehr viel Spaß mit Another Code haben. Das Pacing hat schon Probleme, gerade das zweite Spiel. Und 60€ scheint ein stolzer Preis zu sein. Man muss dazu aber sagen, dass die Überarbeitung verdammt gut gelungen ist und dass sie auch sehr viel Arbeit erfordert hat. Und nicht nur die Grafik und die Performance wurden überarbeitet, sondern auch alle Rätsel, sodass sie auf die neue Hardware abgestimmt sind. Als Fan von Classic Adventures, Visual Novels und Rätseln generell würde ich mir dieses Spiel auf jeden Fall nicht entgehen lassen. Gerade wenn ihr Fans von Virtuous Last Reward oder Hotel Dusk seid. Achtung, wenn ihr aber sonst auf Spike Chunsoft, sowas wie Danganronpa steht oder auf die Ace Attorney Spiele, denn das Ganze ist wirklich viel ruhiger erzählt. Ihr habt keine ausgefallenen Charaktere und überhaupt keine Action. Ihr müsst auf jeden Fall für die Stimmung auf so einen ruhigen Krimi-Roman sein. Alle, die lieber auf eine herbstliche Atmosphäre für so ein ruhiges Rätselspiel warten und generell mehr Action wollen, aber hier doch ein bisschen neugierig gestimmt sind, sollten dieses Spiel im Auge behalten und auf einen Sale warten. Wenn man weiß, worauf man sich einlässt, finde ich, ist Another Code Recollection auf jeden Fall ein sehr, sehr gelungenes Spiel oder eine gelungene Kollektion. Ich bin auch sehr froh, dass so ein Spiel es in dieser Form auf die Switch geschafft hat. Ich habe auch das Gefühl, das ist wirklich die finale Form der Spiele und damit ist auch alles erzählt, was erzählt werden wollte. Für mich kann ich nur sagen, dass das ein sehr, sehr schöner Einstieg in das Spielejahr 2024 war. Und ich mich auf alles freue, was jetzt noch des Weges kommt. Vielen Dank, dass ihr diesen Test bis zum Ende geschaut habt. Hier findet ihr noch andere Tests, die in eine ähnliche Richtung gehen. Und hier unten findet ihr die Vorschau zu dem nächsten großen Spiel aus Japan. Vielen Dank, dass ihr diesen Test bis zum Ende geschaut habt und bis zum nächsten Mal. Tschüss!